So, meine lieben Leute, hallo und ein herzliches Willkommen. Ich mache mal kurz Fenster nicht zu. Okay, wir sind wieder im Auto und wir haben ein neues Spiel wieder. Wir haben ein neues Spiel. Ja, wir waren vorhin bei Pokémon Go, sagte ich ja, ne? Oder beim vorhin sag ich. Mit Jurassic World Evolution, hätte ich beinahe gesagt. Ja, jetzt haben wir ein neues Spiel. Und für das Smartphone. Und zwar ist das The Walking Dead Our World. Ja, was wird hier gemacht? Das Spiel ist ab 16 vorerst. Ja, es nimmt die Karte genauso über Google Map auf wie Jurassic World. Wie hieß denn das noch? Jurassic World Alive. Genau, Jurassic World Alive. Und Pokémon Go. Hier in diesem bisschen, ja, soll so ein bisschen apokalyptisch aussehen. Sieht es auch. So, ihr seht hier, sind ein paar Zombies am Start. So, ich stehe jetzt hier aktuell auf dem Parkplatz bei Rewe und Aldi. Hier ist unser Fußballverein hier gegenüber da. Wird zwei Häuschen da stehen, richtig, genau, das ist unser Fußballverein. Und ja, ein witziges Zombie-Game. Wir starten mal ganz kurz. Ihr seht, eine kleine Kampagne kann man ja tatsächlich mal so kleine Quests, immer Überlebende zu retten. Wir retten mal ein paar Überlebenden. Wir haben auch Überlebende am Start. Hier seht ihr den, haben wir mitgenommen. Irgendwann mal. Der hilft uns jetzt, diesen Menschen da zu retten. Mal gucken, ob uns das gelingen wird. Bin gespannt. Ja, Pokémon Go mit Zombies. Ist es nicht geil? So, los geht's. Hier haben wir die Flinte und müssen nur drauf tippen, wo wir hinschießen. Oh, das sind natürlich Überlebende. Das ist natürlich schlecht, wenn wir den abschießen. Der hat natürlich gleich eine Horde am Start. So, alle weggerotzt. Man kann tatsächlich noch dieses einstellen, ob es blutig sein soll oder nicht. Ne, blutig und metzelhaft mäßig. Habe ich natürlich eingestellt, wir wollen ja ein bisschen Blut sehen dabei. So, wir haben den einen jetzt tatsächlich gerettet. Damit hätten wir hier eine kleine Aufgabe erledigt. Und der wäre jetzt befreit. So, du kannst Überlebende in eine sichere Unterkunft bringen. Richtig, genau. Und die Unterkunft ist natürlich praktischerweise bei mir zu Hause. Und wir sind natürlich ein bisschen bei der weg. Das heißt natürlich, wir müssen die mit uns mitnehmen. So, eine gewisse Entfernung können wir ran. Hier wird unser Rucksack angezeigt. Ah, hier können wir es bauen. Das möchte ich nicht hier bauen. Das finde ich schlecht, wenn wir es hier bauen würden. Lassen wir das doch bitte. Na, das möchte ich gerne denn lieber zu Hause bauen. Das bauen wir denn aber auch. Das zeige ich euch dann an. Du kannst überlegen, ja. Lass uns jetzt einen bauen. Natürlich müssen wir jetzt einen bauen. Da ich nie wieder hier vorbeikommen werde mit dem Spiel, muss ich jetzt genau hier an diesen Orten Unterschlupf bauen, was ich natürlich sehr schlecht finde. Okay. So, bauen gratis. Mache ich doch direkt hier bei unserem Fußballverein hier. Bei meinem Fußballverein da drüben. Kann ich das machen? Augenblick. Zup. Warte. Nee, es muss hier gebaut werden tatsächlich. Finde ich ziemlich schlecht. Okay, nee, warte. Ich kann den drehen. Okay. So. So. Da, genau. Da ist mein Fußballplatz da hinten. Da baue ich ihn jetzt hin. Bauen. Bop. Ah, klasse. Ich hab's gemacht. Okay. So, jetzt gehen wir auf unseren Unterschlupf rauf. Und bring zwei in Sicherheit. Jo, haben wir gemacht. Dafür kriegen wir eine fette Belohnung. Karten, die können wir antippen, alles anzeigen. Da kriegen wir neue Flinten, die wir aufpimpen können tatsächlich. So, okay. Überlebende finden. Jawohl, diese Aufgabe haben wir natürlich gemeistert. So, hier können wir natürlich mit richtigem Geld noch Sachen kaufen. Das machen wir mal ganz kurz nicht. So. Rette Überlebende annehmen. Ja, natürlich. Das ist unsere Mission tatsächlich. Wir müssen immer Überlebende retten. Immer wieder, jeden Tag. So. Blops. Und da haben wir unseren irgendwas dafür gekriegt. Wir tippen auf OK. So, Spielaufstieg. Siehst du, ich bin auch direkt mal aufgestiegen auf Level 3. Ich wollte verdammt nochmal die fucking Horde angreifen, Alter. Dieses Spiel macht mich fertig. Ist das Spiel jetzt abgekackt? Dieses Spiel ist, glaube ich, tatsächlich abgekackt. Nein, ist es nicht. Jetzt mach doch zurück zur Karte! Ich drücke seit 5 Jahren. Ja, es steckt natürlich noch in den Kinderschuhen, dieses Spiel. Es ist neu, tatsächlich. So, wir können Carol kaufen. Ja. Das können wir machen. So, pass auf, hier hinten war noch ein Überlebender, den wir retten wollen. Hier kann ich alles anzeigen, das lasse ich mal für später auf. Da hinten wollen wir noch Überlebenden einmal flott retten. Finde ich irgendwie Sünde, wenn die Leute um ihr Leben kämpfen müssen, wie ich hier im Auto sitze. Die Leute müssen auch denken, ich mache Selbstgespräche. Hinter mir sitzen meine Kinder. So, Feuer. Aber die gucken natürlich nicht zu. Um Gottes Willen. Das kann ich nicht dulden. Ich habe es noch nie irgendwie gemacht, dass der Überlebende gefressen worden ist. Das probieren wir tatsächlich beim nächsten Mal aus. Ne? Oh, die Musik ist ziemlich geil gerade.
So, da haben wir noch den nächsten gerettet. Hier, oh, schon wieder. Hallo, friss nicht gleich alles auf. Ja, jetzt habt ihr es ja einmal kurz gesehen, wie das hier geht. Warte, Augenblick, wir wollen mal zu diesen Überlebenskisten hier hinten hin. Diese Vorratskisten. Yay, yeah, wir kriegen neue irgendwas. Und wir kriegen nochmal neue Granaten. Die sind natürlich voll. Hier wird viel Hilfe benötigt. Die sind selbst. Ich wollte eigentlich mal die Horde angreifen hinten. Ist nicht machbar gerade. Ist nicht machbar. Also, hier haben wir eine kleine Horde. Die machen wir mal fertig, ganz flott. Begegnungen. Zwei Zombies sollen es sein. Werden wahrscheinlich mehr sein. Mal gucken, ist ein alter Arbeitskollege von DPD? Nein, ist es nicht. So, ja, für zwei Stück sind ganz schön viele, ne? Die haben sich dupliziert. So, und dann steht hier, nachladen können wir. Und hier steht, gefeuerte Schüsse, 6, 4 Kopfschüsse, 7 Streuner erledigt. Mein Kollege hat natürlich mitgeholfen gerade. So, bupp, und wir haben gekriegt, er ist gelevelt, unser Kollege. Das können wir dann alles im Menü machen. Ich würde zwar gerne 2 cm weiterlaufen mit euch, aber wie es mal so ist, ich habe mich wieder verletzt in meinem Schießlein. So. Und da haben wir es. Geld gekriegt, was natürlich sehr sinnvoll sein kann und irgendwelche Expertenpunkte. Übernimm die Führung. Ja, anderen Mal vielleicht. So. Da haben wir noch eben halt nochmal Leute, die man retten kann. Ja, ich hätte gerne mal mit euch gewusst, was passiert, wenn wir die Horde angreifen. Aber die Horde ist gerade zu weit weg und ich sitze gerade bequem im Auto. Also. So, ihr habt schon mal einen kleinen Einblick bekommen zu The Walking Dead, Our World. Ich glaube, ich werde mal vielleicht nochmal 2-3 Folgen mehr rausbringen, so wie ich das mit Jurassic World Alive gemacht habe. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Guck mal, hier wird auch eine Karte gezeigt, wo jetzt wirklich Hilfe benötigt wird. Ja, ich hoffe, es hat es euch gefallen und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Spiel erstmal, ne? Und bis dahin sag ich mal, ciao!